dann BF. Da hat man wie so ein Echo drauf, hm? Dass du das und dann geht das so ein bisschen weiter. Oder das H im Grunde nur so als Hinweis, so, dass es sich öffnet, so wie. Ja, das ist ein bisschen, ihr werdet noch zwischendurch lachen müssen, das ist so normal. Das ist nur so ein Hinweis, da könnte man mit dem J in der Melodie gehen, so irgendwie sowas, das müsst ihr euch ja nicht unbedingt merken. Wir sind das vorne durchgegangen, das Alphabet, das können wir uns sparen, die haben schon die Sachen rausgefiltert. Für die Snare, das heißt im Grunde Quatsch, das finde ich so, aber das müssen wir nicht machen. Das K ist gar nicht so schlecht. Vorne hatten wir schon mal kurz den Versuch, ne? Mit dem einfach mal ohne K zu sagen, nur so die Idee des Ks hinten in der Kehle. Genau. Ja, im Grunde ganz gut, wenn man die Snare hat, ne, dann gibt es halt so, so ein Reifen. Und wenn man auf den haut, also mit dem Schlag, mit dem Stick, dann gibt es so einen Rimshot, nennt man das. Also beides auf einmal so. So mit bestimmten Sachen so. So, dafür kann man die gut nehmen. Es ist eher so ein Percussion-Instrument. Ne? Also hat nicht die Power von der Snare, sondern ist so ein bisschen dazu. Okay. Dann, ziemlich wichtig, was du gerade gemacht hast, als ich meinte, sag mal eine Bassdrum, hast du gesagt, pff, das war eigentlich ein gutes Snare. Muss nur ein bisschen härter. Pff, du musst es konzentriert machen, also die Lippen, und dann, dass du das Geräusch erzeugst, so. Pff, 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 genau. Pff, bisschen schärfer, nicht pff, sondern pff, P. So wie Pfau oder Pfütze. Vogel, übrigens nicht. Genau. Das wäre schon mal ein gutes Snare. Okay. Auch in Kombination natürlich mit F, mit S. Pss, 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 oder. Ist aber ein bisschen schwierig so. Muss man erstmal ein bisschen üben. Okay. Das wäre eine gute Snare. Da gibt es noch ein paar andere Geräusche. Zum Beispiel, das muss man aber für sich checken so. Als Snare. Nee, nicht mit dem Mund. Nase. Also natürlich auch mit dem Mund, da beginnt es, aber ohne Nase. Da kommt halt daher. Also ich ziehe Luft durch Mund und Nase. So. Das sind natürlich so Sachen wie, man erschrickt sich. Früher war das so, wenn man angefangen hat zu rauchen und dann gibt es diesen Trick, um Lunge zu üben. So, Mama kommt. Ne? Kennt ihr das? Kennt ihr das? Nee, okay. Ihr raucht nicht, ne? Sehr gut. Augen sind nicht scheiße, okay. Nur für die Kamera.